für den Unterhosenkäufer von Welt eigentlich nur noch die Frage, ob, ja, wie, nicht links oder rechts, wie, das ist es. Verpackungskünste 1992. Wer hier als Mann auf Spitzenunterwäsche steht, muss sich nicht länger in die Damenboutiquen schleichen. Die sinnliche Verpackung des männlichen Körpers haben sich die beiden Münchner Michael Rohrmann und Lothar Schuster aus dem Gärtnerplatzviertel aufs Panier geschrieben. Sie starten senkrecht durch. Zürich, München, sehr bald auch Paris und Berlin. Tendenze ist Design ohne Kompromisse. Am Wochenende stellten sie exklusiv für RTL München Live ihre neuesten Modelle vor. Barcelona 92 ist ihr Motto und angesichts der bevorstehenden Olympiade sollte dies niemandem spanisch vorkommen. Eine herausragende Rolle spielt wieder das nützlichste Glied der Menschheit. Es soll durch unsere Jugend den Millionen Zuschauern in aller Welt die kraftstrotzende Note unserer permanenten Bereitschaft signalisieren. Das Design bestimmt das Bewusstsein und wir befinden uns hier und heute in einer entscheidenden kulturgeschichtlichen Übergangsphase. Der aufrechte Gang des Mannes legte ja damals sein relativ geschütztes Geschlechtsorgan frei. Das verdeckende und schützende Feigenblatt erlangte große Bedeutung. Nun aber zeigt der Mann stolz sein männliches Attribut, das fälschlicherweise als Eitelkeit, gar Potenzpräsenz oder gockelige Narretei von Althinteren betrachtet wird. Die ewig gestrigen, also unsere grauen Politiker, sind jetzt aufgefordert, die toten Hosen auszuziehen und diesen neuen Münchner Trend öffentlich zu propagieren, mutig zu bekennen, dass auch der Politiker im Grunde nackt ist. Unser größter Wunschtraum wäre, den Herrn Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl mit seinem gesamten männlichen Bundeskabinett einmal eine Haute Couture-Unterhose zu verpassen. Wir sind aber hier in Bayern. Ja, und da die ganzen Herren doch relativ blass gekleidet sind, haben wir hier das Modell jetzt, das ich für Herrn Gauweiler vorschlagen würde. Das schwarze, durchsichtige mit etwas helleren Streifen. Doch die fertigen Modelle liegen hier schon parat, auch für Stoiber, Weigel, Möllemann zum Beispiel. Unserem Kanzler raten die Designer allerdings vom Konfektionshöschen ab, erklären sich bereit, bei dieser deutschen Übergröße selbst Hand anzulegen. Sie haben es gesehen, also mit dieser Unterhose gewinne ich heuer keinen Blumentopf mehr. Aus Gründen der Aktualität gehe ich mich mal jetzt in den nächsten Sekunden umziehen. Danke.